Ha, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite mit mir, den Hero Crafter, aka Max, aka mit meiner Freundin, aka Heroes Girl, aka. Guten Tag. Leute, spielen wir nix, außer ein bisschen Death Run, wenn es nicht laggt. Leute, wie gesagt, spiele ich am PC, nicht mehr, und die Grafik ist Bullshit. Ich hätte auch auf der Playstation aufnehmen können, hätte aber zu lange gedauert, um das Video auf PC zu bringen und dann zu schneiden und dann hochzuladen und dann hochzuladen. Dann wäre es zeitlich um 16 Uhr leider nicht gekommen. Heute, Leute, werden wir darüber reden, dass es Freunden und Freundinnen besser geht. Ja. Ihr geht schlecht. Super schlecht. Auf jeden Fall. Echt? Nein. Warum? Warum? Warum geht's dir gut? Die Frage aller Fragen. Oh Gott, ist das eklig, die Grafik. Okay, Leute, wir fangen schon mal an. Oh, Alter, ist das ungewohnt, auf PC zu spielen, ne? Echt? Oh mein Gott, ja. Ich spiele sonst nur mit Controller, Leute. Früher habe ich nur mit PC gespielt, aber jetzt spiele ich ja nur noch mit Controller. Leute, wir werden hier ein bisschen durchraiden. Wir warten hier auf jemanden. Tschüss, Freunde und Freundinnen. Okay. Okay. Leute, heute reden wir darüber, dass es Freunden und Freundinnen besser geht, weil ich hatte sie am Wochenende gut auskuriert und... Und er ist trotzdem noch krank. Ja, ich bin immer noch. Deswegen, Leute, wollten wir nicht nur so ein Kurzvideo machen, und dann kam Freund und Freund auf die Idee, nochmal schnell ein Deathrun-Video zu machen, anstatt gar kein Video zu bringen, beziehungsweise so ein kurzes Video. Bedankt euch bei Freund und Freundin. Ja. Ja, bedankt euch. Also Leute, weil ich schwitze immer noch. Sie schwitzt immer noch, wenn sie hustet. Auch so. Auch, ja. Leute, deswegen esse ich seit einer Woche nichts mehr von Freunden und Freunden. Sie schwitzt zu viel. Hey, oha. Ich habe die Münze ausgelassen. Umgebracht. Leute, by the way, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch geht. Wie gesagt, mir geht es immer noch gut an sich. Weil ich mein Essen jetzt selbst kochen muss. Nein, Spaß. Ich hab schon wieder eine Münze ausgelassen. Echt? Ich sehe. Ja, ich sehe sie. Dann geht zurück. Mach ich doch gerade. Freunde und Freunde lässt immer die Münzen hier aus. Aber Leute, wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht die 200 durchraiden. Wir wollten nur ein bisschen mit euch talken. Vielleicht werden wir die 200 durchraiden, aber ist auf jeden Fall nicht mein Ziel von dieser Folge. Ich will einfach nur darüber reden, dass ihr gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, wie es euch geht. Und dass es Freunde und Freunde, wie gesagt, ein bisschen besser geht, aber wir es leider immer nicht geschafft haben, weil ich möchte nicht, dass sie krank in irgendwelchen, ja, es klingt dumm, weil sie ist ja immer noch krank und ist in dieser Aufnahme dabei, aber halt in großen Aufnahmen. Eigentlich habe ich auch gesagt, ich wollte die Aufnahme alleine machen, aber jemand wollte dabei sein. Wollte ich gar nicht, dass ich gezockt und Spaß mehr. Achso, okay. Dann tschüss. Dann tschüss. Dann gehe ich aus Discord raus. Tschüss. Adios, amigos. Echt jetzt? Okay, gut. Nein, das war ein Scherz. Ja, da seht ihr, Leute. Da kommt das Scherz. Das war nur ein Scherz, war ein Witz. Ich wollte dabei sein. Nein, Leute. Auf jeden Fall merkt ihr, es geht ihr schon besser. Und mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. By the way, haben wir uns vorgenommen, weil die Season nur bis zum 3. November geht, ist gar nicht mal allzu lang, und nicht mal allzu lang hin, haben ich und Freundinnen und Freunde uns vorgenommen, schlafen zu gehen. Ja. Nein, Spaß. Was? Wenn die neue Season launcht, weil die nächste Season wird angeblich nur einen Monat gehen, vom November bis Dezember, dass wir da auch mal livestreamen. So ein paar Stündchen. Und dass wir mal angucken, was das alles ist, wenn die Season zu Ende ist, beziehungsweise die Season startet. Oder, Freunde und Freundinnen? Auf jeden Fall. By the way, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mir ja Spider-Man 2 habe ich ja, was ja am 20.10. rauskommt, habe ich auch vor zu streamen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen, damit ich sehe, dass ihr Bock drauf habt. Freunde und Freundin wird auch dabei sein, aber nur beim Reden. Genau. Oder in Real Life. Ja. Eins von beiden wird schon richtig sein. Ich hoffe, ihr habt... Ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, weil ich habe mega Bock drauf. Ich bin ein riesen Spidey-Fan. Könnt ihr Freunde und Freunde fragen? Ja, ich sag nicht zu deinem Armband.
Ich habe kein Armband. Niemals. Ich habe ein Spider-Man-Armband von Freunden und Freundinnen gekriegt. Aus Metall. Für 1 Euro. Das war nicht so günstig. 2 Euro. Also nein. Es war... Wie 1,90. Viel? Wie viel? 1,99. Spaß. Seht ihr? Nein. Über Geld rede nicht. Ach so, reden wir nicht. Es war teuer. Zu teuer. Es war ja, zu... aber ich habe ja nicht den genauen Preis gesagt. Ich sehe es hinten auf der Packung, Freunde und Freundin. Nö. Ja. Ist egal. Wäre nicht... Ja. Auf jeden Fall, Leute, kann ich euch sagen, es ist so teuer wie das Spider-Man 2-Spiel. Also geht einfach gucken, wie das Spider-Man 2-Spiel im Moment kostet. Echt? Vom Originalpreis schon. Also Leute, geht einfach mal gucken. Wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht das Thema. Spider-Man 2 kommt am 20.10. Und da habe ich vor, einen Stream zu machen, oder am 21.10. so rum, eins von beiden Tagen, einen Stream zu machen, der aber nicht nur eine Stunde geht, sondern ich will das Game schon, jetzt wie gesagt, nicht durchraten, da sitze ich bestimmt mehr als 8 Stunden dran. Und bei meinen Inkompetenzen dauert das wahrscheinlich sogar noch länger. Aber Leute, weil es ein Open-World-Spiel ist, habe ich richtig Bock drauf, Alter. Ich habe ja auch Spider-Man Miles Morales gespielt und Marvel's Spider-Man 1, also der erste Teil von dem zweiten, der jetzt rauskommt, habe ich auch gespielt. Ist ganz cool. Und ich, wie gesagt, ich bin richtig Bock, weil Venom wird drin sein, beziehungsweise Black Suit, Spider-Man. Venom, Black Suit, wie man es nennen mag. Bin ich hyped drauf. Ich habe mir auch die Edition da damals geholt, die am 1. September rauskam. Da war Freundin und Freundin nicht so glücklich drüber. Mhm. Weil ich ja schon eine hatte. Ja. Aber ist egal. Ich war davon nicht begeistert. Ja. Sie hat gesagt, hast du gut gemacht, Freundin. Das hat sie wirklich zu mir gesagt, hast du gut gemacht, Freund. Auf jeden Fall. Und dann habe ich in die geklatscht bekommen. Nein, Spaß. Auch. Hallo? Nein, Spaß. Leute, ich weiß nicht, kennen die Leute überhaupt Spider-Man? Ich denke schon. Leute, kennt ihr Spider-Man? Nein, nicht Spider-Schwein von den Simpsons. Von Spider-Man. Kennst du auch Melissa? Melissa? Ja. Von Bob's Burgers, ja. Da ja. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, ob ihr Melissa kennt. Nicht verwechseln mit Fuchsfan. Hab ich jetzt Fuchsfans Namen gelegt? Scheiße. Egal. Aber ich glaube, das habe ich schon mal in Livestreams. Das ist egal, Leute. Heute ist nur ein bisschen wirres Quatsche, ihr merkt das schon. Aber ich glaube, Freunde und Freunde möchte auch noch was zu euch sagen. Ich glaube, wir haben die ganzen gute Besserungswünsche. Ja, ich wollte mich nochmal sehr bedanken dafür. Ich glaube, da hat mir einfach geholfen, gesund zu werden. Nicht mein Essen. Nö, nicht die Suppe. Die Suppe. Die war lecker. Die habe ich auch gegessen. Autsch. Alter, ich sehe diese komischen Elektro-Dinger nicht, ne, weil ich die Grafik so runtergepitcht habe, Alter. Junge, das ist, glaube ich, nee, das ist noch nicht die niedrigste Grafik, aber es ist schon sehr, sehr niedrig, Alter. Oh, nein! Okay, bei 144. Leute, wir machen bei 150, machen wir Stopp. Wartest du dann auf mich? Nee, also ja, aber ich beende dann die Aufnahme. Hallo? Ja, guck doch mal, wo du bist. Ich renne doch schon. Du rennst so langsam. Ich springe auf Schirme. Leute, guckt, ich gehe durch den Dreck für euch. Oh Gott, schaffe ich das? Nein! Geht auch vor 150. Wir gerade auf den Checkpoint gesprungen und dann, Und so, Leute. Und dann würde ich erstmal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert, wenn es nicht getan hat, aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Schauen wir schon, dass das klingt. In dem Sinne. Haut drin. Bis dann. Und ciao. Leider.